So, heute will ich jetzt mal von unseren Fröschchen erzählen. Hier ist der Blick aus unserem Wohnzimmer und wenn man nachts raushört, dann ist man eingehüllt von dem herrlichen Chor der Pacific Chorus Frogs. Diese Fröschchen sind ungeheuer hübsch und ungeheuer vielseitig. Viele unserer Freunde und Gäste gehen gerne um unseren Teich, um sie dort zu sehen. Und manchmal kann man ein ganzes Dutzend da entdecken. Sie sehen alle sehr verschieden aus. Manche haben Zeichnungen, manche sind grün, manche bronzefarben, manche beinahe golden. Und sie sind sogar im Courtyard, in unserem kleinen Hof, wie dieser hier, der gerade die Regenrinne raufläuft. Und einige sind sogar in unserem Büro zu Hause und gehen zwischen dem Aquarium und dem Fenster hin und her. Und im Vorbeigehen studieren sie die Bücher im Bücherregal. Im Courtyard, später im Sommer, hört man ganz andere Töne von denselben Fröschchen. Es klingt ganz anders und sehr verschieden. Oder so wie dieser hier. Das Merkwürdige ist, dass es uns jahrelang nicht gelungen ist, jemals einen zu sehen, wenn er ruft. Das ist mir erst Ende des letzten Jahres, Ende 2009, gelungen. Und zwar in den blattreichen Rhododendronbüschen im Courtyard. Und hier jetzt ein paar Bilder von dem rufenden Fröschchen. Es ist ungeheuer schwierig, sie in diesem Blattgewirr zu finden. Da sind im Übrigen mindestens drei Frösche gleichzeitig am Rufen. Und es ist mir dann sogar noch gelungen, einen zweiten Frosch am selben Tag zu finden, der dabei war zu rufen. Hier ist der andere Frosch. Wieder rufen vorerst mal andere Frösche im Hintergrund. Und dann dieser auch. Und im Hintergrund hört man noch ein Flugzeug und Kreuzschnäbel. So, das sind die neuesten Skizzen von unserem Froschhaus.